heute Abend in der ARD die Kaisermania. Roland Kaiser, ihr Lieblingssänger, das kann sie sich reinziehen, denn heute ist ja Hermann Wick Mania am Holmenkollen. Der Holmenkollen, Oslos Hausberg, der Wintersport-Hotspot in Norwegen. Schauplatz von Dennis Hermann Wicks Abschiedstournee, beste Bedingungen, Sonnenschein 7 Grad Celsius und wenig bis gar kein Wind. Der letzte Biathlon-Sprint der Saison bei den Frauen, über 7,5 Kilometer gleichzeitig das Duell um die kleine Weltcup-Kugel in dieser Disziplin zwischen Dennis Hermann Wick, der Gesamtführenden, und Dorothea Vira, der Italienerin, sie ja nur 14 Punkte zurück. So, jetzt geht's los für Dennis Hermann Wick. Das vorletzte Kapitel ihrer Karriere. Das rote Trikot hinten raus, das wär's doch noch. Das wäre doch noch die Krönung auf eine ja jetzt schon fast perfekte Saison von Dennis Hermann Wick. Das rote Trikot, das Zeichen für die Sprint-Weltcup-Führende. Dann das erste von zwei Schießen für die gebürtige Sächsin. Mitentscheidend über Tagessieg und Weltcup-Kugel, nicht ganz ohne Probleme. Ja, da hat sie nochmal repetiert vom ersten Schuss und ich glaube, da hat sie nochmal einen rausrepetiert. Ja, Zeitverlust, 8 Sekunden ungefähr, 10 Sekunden zwischen den Schüssen, zwei sonst, Gesamtschießzeit 40, aber Hauptsache 0. Direkt danach Dorothea Vira, ihre Konkurrentin um die kleine Kugel. So, da haben wir Dorothea Vira, die in Oslo, wie sie sagt, noch nie gut war, das stimmt nicht ganz. 2016 war sie mal auf dem Podest, aber letztes Jahr hier 67. im Sprint, da hat sie einen Verfolger verpasst. Schießt jetzt auch schon einen Fehler. Und oben Reuseland, jetzt auch mit einer Strafrunde. Zwei Strafrunden für Marte Olsby-Reuseland. Marte Olsby-Reuseland spielt heute keine Rolle, dafür aber Hanna Öberg und Julia Simon, die Weltcup-Gesamtführende aus Frankreich. Jetzt Julia Simon liegend, wie gesagt, ihr Paradeanschlag. Oben Hanna Öberg, die Führende nach dem ersten Schießen. Und bei Julia Simon, da gehen die Scheiben ja aus Respekt vor von selbst in die Knie. Und Hanna Öberg schießt 10-mal ins Schwarze. So. Nach dem ersten Schießen also jetzt Führende, Simon 0,5 Sekunden vor Öberg und die jetzt raus nach dem zweiten Schießen Führende. Also die beiden laufen jetzt mehr oder weniger direkt hintereinander her. Jetzt Dennis Hermann Wick, zweites Schießen. Schnellste zweite Runde. Sieht stabil aus, aber ich sag natürlich nichts. Heute Abend in der ARD die Kaisermania. Roland Kaiser, ihr Lieblingssänger. Das kann sie sich reinziehen, denn heute ist hier Hermann Wick Mania am Holmenkollen. 10 Schuss, 10 Treffer. Ein perfektes Ergebnis für Dennis Hermann Wick am Schießstand. Für die Frau, die ihr vorletztes Rennen der Karriere absolviert. Jetzt geht Dennis raus. Und Dennis Hermann Wick 6 Sekunden vor Hanna Öberg. 21,1 Sekunden stehend geschossen, also das war wirklich ein perfektes Schießen heute im stehenden Anschlag, auch wenn sie liegen natürlich viel Zeit verloren hat. Durch den Rausrepetierer, genau. Dorothea Vira, zweites Schießen für sie. Und die Zeit ist durch von Dennis. Zeit ist durch von Dennis, das ist völlig klar. So, haben wir vorhin schon gesagt, unten die Kollegin Analyse, die soll mal schön mitrechnen nebenbei. Ja, die haben heute eine leichte Aufgabe, glaube ich. Reicht für Dennis Hermann, in welcher Konstellation auch immer, aber... Den Glückwunsch, den können wir gleich aussprechen, wenn wir die Nies wieder im Bild sehen. Zum roten Trikot, zur kleinen Kristallkugel. Die Italienerin aber ohne Chance nach Schießen 2 mit 53 Sekunden Rückstand auf Hermann Wick. Hermann in der Zwischenzeit 10 Sekunden jetzt vorne. Nach dem Schießen waren es 6. Und dann schon die letzten Meter für Dennis Hermann Wick im Sprintrennen am Holmenkollen. In Führung Hanna Öberg, die Schwedin, die wie Hermann Wick ebenfalls 2x0 geschossen hat. Ja, Dennis hat keine Bremsen, stand dort auf dem Plakat. Andi Emsland, da sehen wir den Cheftechniker, den Mann von Kathi Wilhelm, den wir gerade auch gesehen haben. Jetzt die Zielgerade. Sie hat noch 25 Sekunden. Das wird ein ganz enges Ding, Arndt. Ja, das sollte sie doch schaffen.
finde, sie sieht frisch aus und das. Noch 10. Es wird so knirsch. Ah, das reicht. Das reicht. Es reicht. Es reicht für Denise Hermann. 3,5 Sekunden. Arndt, wir können uns wieder hinsetzen. Ist ja unfassbar. Denise Hermann-Wick gewinnt am Holmenkollen vor Hanna Öberg und sichert sich dadurch die kleine Weltcup-Kugel für die Sprintwertung. Dorothea Wierer wird nur 23. Dank der schnellsten Laufzeit holt sich Hermann-Wick den Sieg, der um ein Haar wegen des Repetierfehlers beim Liegenschießen in Gefahr gewesen wäre. So aber kann die Olympiasiegerin von Peking im Einzel ihr letztes Rennen der Karriere, den Massenstart in Oslo, nochmal in vollen Zügen genießen.